Willkommen zu dieser heutigen Partie, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie hier im Academy Stadium. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Eine interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, wie zu Hause. Das ist Ihre Startaufstellung heute. Uschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie spielen es hier heute in einem 4-4-2, Buschi. Noch was zu ergänzen? Vielleicht nur, dass sie vorne mit einer hängenden Spitze agieren. Häufig stehen bei dieser Formation ja beide Stürmer auf einer Höhe. Thank you. Enjoy the game. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Haha, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Geht ja gut los hier. Schiedsrichterin zeigt die Karte, früh also schon gelb. Kann sich nun nichts mehr erlauben. Ja, das wird ein langes Spiel. Muss ich jetzt wirklich jedes Einsteigen, jeden Zweikampf genau überlegen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt die Chance. Toll gehalten. Ecke kommt. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Er versucht den Volley. Ball wird hier erstmal geblockt. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Das könnte was werden. Guter Steilpass hier. Oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Sie versuchen es. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Der Torwart mit dem Fehler. Die kurze Variante. Ecke. Jetzt wird es gefährlich.
Jetzt die Ecke. Ah, den muss er besser erklären. Riesenchance zur Führung. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss. Und damit sind sie am Ball. Viel Übersicht bei diesem Pass. Oh, super Flugkopfball. Da machen sie das Tor. Also das ist schon sehr nah an der technischen Perfektion. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke. Und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Guter Pass jetzt. Jetzt kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. In den Strafraum. Nein, keine gute Befreiung hier. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Ecke kommt in die Mitte. Ja, das hat nicht lange gedauert und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. Hier ist dieses Tor nochmal, sie bringen die Ecke rein und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch, perfekt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das macht er gut. Der ist nicht drin, Buschi. Nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Der war sich zu sicher. Da fehlt die Konzentration. Ist hier immer noch am Ball. Machen Sie gut. Steilpass. Und hier ist der Torwart sicher. Er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal geklärt. Kann sich durchsetzen.
Er schießt. Schön, wie er diesen Ball abblockt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das macht er gut. Lansbury. Die Chance jetzt. Das war knapp. Es gibt gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Der muss doch drin sein. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt. Ja, jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Die Fans wollen den Abschluss. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt der Eckball. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Schießt er ihn rein. Ja, toll gehalten. Pausenpfiff. Damit ist die erste Hälfte zu Ende hier im Academy Stadium. Der Ball rollt wieder, weiter geht's hier im Academy Stadium. Guter Pass jetzt. Zu früh losgelaufen, klarer Fall, abseits. Ja, aber das war knapp. Und wenn das klappt, wenn diese Strategie, dieses Lauern klappt, dann kann es gefährlich werden. Aber klar, hier hat so ein wenig die Präzision gefehlt. Macaulay Gillespie. Ball läuft gut. Lansbury. Oh, das könnte was werden. Der Keeper macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert. Stark gemacht. Das muss er besser machen. Lansbury. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Aber jetzt Abstoß. Sie holen einiges an Chancen raus, aber es kommen keine Tore aufs Tableau. Ich denke, dass sie in dieser Hinsicht noch konzentrierter zu Werke gehen müssen.
Wird das seine Torchance? Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und Tor! Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war dann schon eher eine Einladung. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ah, das könnte was werden jetzt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Das ist ein vielversprechender Pass. Tippling. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Jetzt wechseln sie hier aus. Eine kurze Ecke. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und da holt er sich den Ball. Erstmal hier der Ballverlust. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Die Fans wollen den Schuss. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Spieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Flanke kommt. Ja, gute Hereingabe, was machen sie aus? Wieder können sie nicht stoppen, er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende.
Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Ballverlust. Jetzt gibt's einen Einwurf. Sie wechseln aus. Lansbury. Das ist natürlich ein guter Pass. Landet der Ball dann doch beim Gegner. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Knappe Niederlage also am Ende. Ah, da war viel Pech da. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragt, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.